Hallöchen, meine lieben Freunde, und seid ganz herzlich willkommen zurück zum mittlerweile dritten Versuch eines Reviews von dem iPhone XS. Beide Male, beim ersten Mal habe ich mich verquatscht. Sprachen lernen. Beim zweiten Mal ist mir Speicher leer gegangen. Also, los, nächster Versuch. Also, erstmal zum Design. Designänderung vom iPhone X zum XS, wer sich das iPhone 11 Pro nicht kaufen will, oder iPhone 11, um mal zu sehen, was hier anders ist. Hier unten ist die Symmetrie nicht mehr hergestellt, wir haben nur noch den Antennenstreifen hier. Hier oben ist ebenfalls ein neuer dazugekommen, eben genau deswegen musste die Einsparung hier Platz machen. Es gibt einen Lightning-Anschluss, es gibt, wie ihr vielleicht seht, einen ziemlich verschmierten Rahmen aus Edelstahl, der wirklich schöne Fingerabdrücke ansaugt. Wenn das jeder doch mal nicht tut, dann sieht er wirklich hübsch aus und es sind auch noch bis jetzt noch keine weiteren Kratzer drauf. Es gibt eine leicht vergrößerte Kamera, also in der Allgemeingröße. Die ist leicht größer geworden, nicht höher, sondern einfach ein Stück größer. Das stört bei manchen Hüllen, bei der Apple-Hülle allerdings passt es noch rein. Das Problem ist einfach nur, dass dann so ein bisschen hier dieser zierte Ring, der da ringsherum ist, abgedeckt wird. Und das will man natürlich eigentlich nicht haben. So, was gibt's Neues? Wir machen direkt mal ein Foto, hätte ich gesagt. Wir zoomen mal ganz kurz ran. Wir gehen mal zur Kamera. Bei 10-fachen Zoom kann ich das Ganze fotografieren. Also voller Zoom und es ist immer noch schärfer als bei manchen iPhone XR 11 oder 7, 8, was weiß ich, die keinen 10-fachen Zoom haben. Also nur 5-facher Zoom. Bei den anderen Geräten sieht es schlechter aus als bei den 10-facher Zoom. Ich könnte euch das Gerät mal ganz schnell entsperren. Dann könnte ich euch mal ein schönes Foto zeigen von einer Mondblume, was ich gemacht habe. So, hier seht ihr das. Es ist wirklich, natürlich, man kann die Farbenqualität natürlich nicht so rüberbringen wie in echt. Dadurch, dass ich ja mit einer Kamera filme, aber was will man schon sagen, ne? Ansonsten, Display ist verändert worden seit dem iPhone 10, aber eigentlich an sich immer noch dasselbe Teil. Es ist nur wahrscheinlich softwaremäßig etwas angepasst worden. Das Gerät an sich ist etwas schwerer und etwas dicker geworden. Ich denke, man wird da keinen großen Unterschied merken, weil ich habe schon mal ein iPhone 10 im Laden in der Hand gehabt und ich habe da zu dem hier keinen großen Vergleich, also keinen großen Unterschied gemerkt. Face ID ist schneller geworden, wie ihr vielleicht seht. Ich kann euch das Ganze mal kurz demonstrieren. Ich muss euch mal ganz kurz ein Stück nach oben drehen hier. Na? Zack. Es geht wirklich wunderbar schnell. Zack. Einfach so und sofort da. Es funktioniert nicht mehr als Touch-ID bei den iPhone ab dem iPhone 6. Meiner Meinung nach, weil wenn ich das Gerät aus der Hosentasche raushole, dann ist es meistens der Finger sowieso schon hier. Wenn ich dann da drauf drücke auf den Knopf, ist die Touch-ID auch so schnell, dass es dann wirklich schon entspannt ist, wenn ich es zum ersten Mal drauf gucke. Wisst ihr? Aber es soll ja sicherer sein, Face ID, aber wir wollen ja dazu mal nichts weiter sagen. Weil, also ich bin zufrieden damit. Zuverlässig ist sehr selten. Wenn sie mich mal näher erkennt, liegt es eigentlich auch nur daran, dass ich entweder komplett verschlafen bin. Obwohl ich sagen muss, dass ich eigentlich ziemlich oft erkannt werde morgens auch, wenn ich mal morgens aufs Telefon gucken will oder so. Aber ja, es ist einfach, die ist noch ausbaufähig, aber für den aktuellen Stand finde ich sie ganz gut. Und ich habe ja, wie gesagt, auch mal das iPhone 11 Pro in der Hand gehabt im Laden. Und da habe ich keine großen Unterschiede gespürt in der Haptik und in der Schnelligkeit von der ganzen Displayberührung und all das. Wir öffnen mal den iTunes Store. Zack. Nee, also. Zack. Und da. Ne? Wir können mal SBB Mobile öffnen. Sofort da. Wir können Twitch öffnen. Ebenfalls sofort geladen.
Also es gibt wirklich keine großen Probleme. Beziehungsweise Ruckler. Ich habe jetzt die ganzen 3 Wochen nicht einen einzigen Absturz, geschweige denn Ruckler von dem System gekriegt, obwohl eigentlich iOS 13 ja Portlane Ruckler haben soll, also Portlane Hänger. Die habe ich jetzt bisher noch nie gefunden. Also hin und wieder ist mal passiert, dass ich bei mir iMovie aufgehangen hat. Aber das war auch nur, weil ich extrem, ich sag mal, belastende Slow Motion und Zeitraffer-Fotos benutzt habe. Das habe ich dann mal ganz kurz nach oben gewischt, wieder rein und dann war es wieder da. Also es war kein Problem, was großartig gestört hat. Falls ihr übrigens mal ein Problem habt mit eurem iPhone, wenn das wirklich mal ausgeht und das der Fall ist, dass das Gerät absolut nichts mehr macht, dann könnt ihr einfach mal bei dem iPhone ohne Touch ID einfach mal hier. Also warte, wir müssen das anmachen. Hier, hier und dann den Home-Button drücken. Dann kommt das und wenn ihr jetzt gedrückt haltet, also hier einmal drücken, dann hier drücken und gedrückt halten, dann wird ein Hard Reset durchgeführt, der dann alle Probleme wieder behebt. Genau. Ja, also wie gesagt, Fazit zu dem Gerät, es hat sich auf jeden Fall gelohnt für die 550 Franken, die ich dafür bezahlt habe. Also dafür, dass es gerade mal, ja, jetzt bald zwei Jahre in Rückstand liegt zu dem neuesten iPhone, beziehungsweise iPhone 12, keine Ahnung wie das heißt, wenn es mal rauskommt, ist es wirklich ein gutes iPhone für den Preis und es sieht aus, also das Design, da lässt sich nicht drüber streiten, ich finde das Design einfach nur hübsch. Das Display ist gelungen. Man sieht mit dem bloßen Auge keinen einzigen Pixel. Und es gibt wirklich, also es ist alles hervorragend. Also Leute, von mir aus, kauft euch das Gerät, wenn es euch gefällt. Ich bin damit äußerst zufrieden. Ich habe jetzt noch, sagen wir mal, 3 Jahre lang stetig Software-Updates. Bis, ich sag mal, bis 2023 soll das Gerät noch locker geupdatet werden. Und ja, also ich habe, wie gesagt, keine Probleme damit. Mir gefällt das. Kamera ist für mich 1A und ich bin ja hobbymäßig schon ein bisschen fotografisch unterwegs. Deshalb habe ich mir jetzt übrigens auch noch ein neues Stativ gekauft. Hier vielleicht hier in dieser Spiegelung. Man könnte ja mal ganz kurz gucken, ob man das sehen kann. Hier in der Spiegelung. Ja. Das funktioniert jetzt auch wieder. Guten Tag, da bin ich. So. Also Leute, wie gesagt, falls euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Mein Review war jetzt vielleicht nicht das ausführlichste von allen. Wenn ihr mehr Details angucken wollt, gebt einfach iPhone 10s Review in die Google-Suchmaschine ein. Dann werdet ihr sicher auch mehr Informationen zu diesem Gerät finden. Also Leute, macht's gut. Wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und man hört sich mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Sachsen-Gamer 18. Ciao.